Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal eine Zeitung aufgeschlagen und so richtig gelesen hast? Also so aus Papier gedruckt, vielleicht morgens am Frühstückstisch? Bei mir ist das ehrlich gesagt Jahre her. Das Einzige, was ich aus der Tageszeitung mitkriege, ist das Kreuzworträtsel, das mir meine Mutter immer mitbringt. Aber Nachrichten, Tagespolitik, Weltgeschehen, über all das informiere ich mich anderswo. In Online-Medien, manchmal läuft das Radio nebenbei. Täglich, wie sollte es anders sein, höre ich Podcasts. Ab und zu schaue ich auch mal auf Twitter oder Instagram vorbei, um zu sehen, was die Leute da so bewegt. Die Medien von heute, die hatten die Mütter und Väter des Grundgesetzes im Frühling 1949 sicher nicht auf dem Schirm. Dass junge Frauen Schminkvideos drehen und währenddessen über die aktuelle Kindergrundsicherungsdebatte sprechen, dass der Bundeskanzler zum Meme wird oder dass Nachrichten nicht mehr nur von Männern in Redaktionen geschrieben werden, in denen noch ganz selbstverständlich geraucht und getrunken wird? Unwahrscheinlich, dass das mitgedacht wurde. Was sich nach wie vor aber nicht geändert hat, Medien sind elementar für eine funktionierende Demokratie und einen funktionierenden Rechtsstaat. Oder genauer, freie Medien zumindest. Aber welche Rolle nehmen die Medien heute eigentlich in unserer Gesellschaft ein? Wie sieht ein Staat ohne freie Medien aus und was steht im Grundgesetz, um die Presse in Deutschland zu schützen? Darum geht's heute. Das ist die 7. Folge von In guter Verfassung. Ich bin Rabea Schlotz. Hi. In guter Verfassung? Das Grundgesetz für morgen. Eine Live-Podcast-Reihe von Detektor FM und der Stiftung Forum Recht. November 1999. Noch bevor Walter Leisler-Kiep von dem Haftbefehl gegen sich erfährt, weiß es Hans Leyendecker. Leyendecker ist Journalist, arbeitet damals für die Süddeutsche Zeitung. Einige Jahre zuvor hatte er die sogenannte Flick-Affäre aufgedeckt und auch jetzt, 1999, weiß er wieder als einer der ersten Bescheid. Walter Leisler-Kiep ist bis Anfang der 1990er Jahre Schatzmeister der CDU. Der frühere CDU-Schatzmeister Walter Leisler-Kiep wird nach Informationen des Bayerischen Rundfunks durch das Amtsgericht Augsburg mit Haftbefehl gesucht. Bei den Vorwürfen geht es offenbar um Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Affäre um den bayerischen Waffenhändler Schreiber, der kürzlich in Kanada festgenommen worden war. Als Schatzmeister soll Kiep 1991 1 Million D-Mark an Spenden entgegengenommen und an die CDU weitergeleitet haben. Im Rechenschaftsbericht der Partei tauchen diese und andere Großspenden aber nicht auf. Hans Leyendecker gilt bis heute als einer der besten Investigativjournalisten Deutschlands. Er berichtet damals aus den Verhören rund um die CDU-Spendenaffäre, als säße er mit im Raum. Er zitiert aus internen Ermittlungsakten, als hätte er sie selbst geschrieben. Seine Recherchen sind seinerzeit maßgeblich daran beteiligt, das Ausmaß der CDU-Spendenaffäre aufzudecken. Am Ende des Skandals ist Helmut Kohl nicht mehr Ehrenvorsitzender der CDU, Wolfgang Schäuble nicht mehr Partei- und Fraktionsvorsitzender und 2002 werden das Parteiengesetz und die darin enthaltenen Regelungen zu Parteispenden überarbeitet. Das ist nur ein Beispiel dafür, was Medien in einer Demokratie leisten können, und zwar weltweit. Medien gelten in demokratischen Staaten als sogenannte vierte Gewalt, Legislative, Exekutive, Judikative, Perspektive. Die Idee dieser vierten Gewalt stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Der französisch-schweizerische Philosoph und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau, eine der zentralen Figuren der Aufklärung, war zu seiner Zeit einer der ersten, die die Presse in einer solchen Funktion wahrgenommen haben. JournalistInnen berichten über das Handeln politischer Institutionen und AkteurInnen. Sie behalten den Markt im Blick, schauen auf Unternehmen, auf Gerichtsurteile und Grundsatzentscheidungen. Damit erfüllen sie zwei Aufgaben. Sie schaffen einerseits Öffentlichkeit für Themen, von denen die Menschen sonst gar nichts mitbekommen würden. Und andererseits kontrollieren sie damit auch, dass in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft alles mit rechten Dingen zugeht. Diese Kontrollfunktion, die man den Medien zuschreibt, die funktioniert aber nur, wenn die Bevölkerung den JournalistInnen auch vertraut und davon ausgeht, dass sie ihren Job richtig machen, dass sie wahrheitsgemäß berichten, dass sie keine eigene politische Agenda verfolgen. Kontrolle und Vertrauen – das gehört zusammen. Wir können beides nicht voneinander trennen, weil die Medien, die natürlich also an allererster Stelle dafür verantwortlich sind,
was für ein Vertrauen ich in solche umfassenden und von mir gar nicht direkt gekannten Institutionen habe. Hier spricht Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Soziologie. 2020 ist ihr Buch Die Vertrauensfrage erschienen, in dem sie über den Zusammenhalt und das Vertrauen innerhalb einer Gesellschaft schreibt. Sie sagt, ohne Transparenz gibt es auch kein Vertrauen. Das hängt natürlich davon ab, inwieweit wir berichtet bekommen, dass das, was sich bestimmte Institutionen, beispielsweise politische Institutionen, politische Parteien vorgenommen haben in der Legislaturperiode, dass sie das umsetzen. Beispielsweise das, wenn eine Corona-Epidemie kommt, dass die Maßnahmen, die sie ergreifen, immer und immer wieder geprüft werden, arretiert werden und uns die Prüfungen mitgeteilt werden. Also es lebt von einem Feedback dieser Institutionen an uns und umgekehrt. Das ist auch ein Grund, warum es so elementar wichtig für JournalistInnen ist, nicht nur akkurat und korrekt zu recherchieren, sondern die Ergebnisse dieser Recherche auch nachvollziehbar darzulegen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn das Vertrauen in die Medien sinkt. WissenschaftlerInnen an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz führen seit mehreren Jahren eine Langzeitstudie zum Medienvertrauen der Menschen in Deutschland durch. Die Studie ist relativ umfangreich und umfasst viele unterschiedliche Ergebnisse. Eines davon will ich aber hervorheben. Zwischen 2008 und 2019 hat sich die Zahl der Menschen, die den Medien bei wichtigen Dingen nicht vertrauen, etwa verdreifacht. Von 9% auf 28% der Bevölkerung. Lange Zeit waren die beiden Randgruppen, die vollends vertrauen oder gar nicht vertrauen, relativ überschaubar. Viele der Befragten wollten sich über die Jahre mit ihrem Urteil nicht so richtig festlegen. Aber seit 2014 positionieren sich die Menschen klarer. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Den Link zur Studie findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch die ausführlichen Ergebnisse gerne mal durchlesen. Wir bleiben aber erstmal beim Medienvertrauen an sich. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk und etablierte Zeitungen und Zeitschriften wie Der Spiegel oder Die Zeit verlieren an Vertrauen. Die sind dann plötzlich Lügenpresse oder Systempresse. Und dieser Vertrauensverlust in die Medien, der bedingt sich mit dem Vertrauensverlust in den Rechtsstaat und seine Institutionen. Nochmal Jutta Almendinger. Das ist für einen Vertrauensverlust, der oft sozusagen ein abgeleiteter Vertrauensverlust ist. Und seinen Ursprung hat in dem Vertrauensverlust politischer Institutionen, dass man schlichtweg den Eindruck hat, man wird da nicht mehr gehört. Die politischen Vertreterinnen und Vertreter sind irgendwo anders unterwegs in der Welt, als man selbst in der Welt unterwegs ist, als die eigenen tagtäglichen Probleme das Leben darstellen, welches aber überhaupt nicht das Leben der Politikerinnen und Politiker ist. Und von daher, was vertraut man dann der Presse? Ja, also das muss man ja dann zusammen sehen. Und von daher ist ein Vertrauensverlust der politischen Institutionen oder in die politischen Institutionen, den wir ja wirklich sehr umgreifend dieser Tage erleben, gleichermaßen einhergeht mit einem Vertrauensverlust beziehungsweise mit einer größeren Bandbreite dessen, was wir in einer gewissen Weise auch von den Medien erwarten. Und andersherum funktioniert das genauso. Wenn man den Medien nicht mehr vertraut, sowieso davon ausgeht, dass sie eh nur lügen, dann kann das, was sie über die Politik schreiben, ja auch nicht stimmen. Es ist nicht überraschend, dass auf den Demonstrationen, auf denen seit Jahren gerne und laut über die Lügenpresse geschimpft wird, auch die PolitikerInnen schlecht wegkommen und an allem Schuld haben. Vor ein paar Jahren noch Merkel, nun die in diesen Kreisen verhasste Ampel. Und was bedeutet dieser Vertrauensverlust nun? Um das besser zu verstehen, möchte ich erstmal erklären, welche Spielräume das Grundgesetz den Medien überhaupt einräumt. Artikel 5 im Grundgesetz. Darin steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Fangen wir mal hinten an. Eine Zensur findet nicht statt. Diesen Begriff der Zensur muss ich vielleicht erklären, denn oft wird er falsch verstanden. Seit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten ist, müssen Social-Media-Plattformen schneller gegen Hasspostings oder andere möglicherweise strafbare Inhalte vorgehen. Weil im Zuge dessen vermehrt Accounts gesperrt oder Postings gelöscht wurden, machte schnell ein Vorwurf die Runde. Das ist doch Zensur.
Tatsächlich aber hat das mit Zensur überhaupt gar nichts zu tun. Zensur ist, wenn der Staat sämtliche Postings oder Zeitungsartikel zunächst selbst kontrolliert und entscheidet, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Und wenn der Zugang zu bestimmten Medien von vornherein untersagt wird, im Internet werden Webseiten gesperrt, Zeitungen dürfen nicht verkauft werden und so weiter, auch das ist Zensur. Ein solches Vorgehen kennen wir aus anderen Ländern. In China zum Beispiel dominiert der nationale Staatssender CCTV das Fernsehen. Die Nachrichten sind streng auf Linie der Kommunistischen Partei, die dazugehörige Rundfunkanstalt hat den Rang eines Ministeriums und untersteht dem Staatsrat, also dem Parlament Chinas. Journalistinnen und Chefredaktionen werden häufig beruflich und privat stark unter Druck gesetzt. Aus Vorsicht werden staatskritische Nachrichten deswegen gar nicht erst gedruckt. Ähnlich ist es in Russland. Formal gibt es dort zwar eine verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit. In der Realität ist Russland davon aber weit entfernt. Kritische JournalistInnen gelten spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine als ausländische Agenten. Zahlreiche Redaktionen wurden geschlossen, investigative JournalistInnen werden unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet und für Jahrzehnte weggesperrt. Oder schlimmer noch, ermordet. Wie zum Beispiel Anna Politkovskaya, eine der wichtigsten Investigativjournalistinnen des Landes, die 2006 in ihrer Wohnung erschossen wurde. Menschen, die Probleme in einem Land aufdecken, zum Schweigen zu bringen, das ist die äußerste Form der Zensur. Und die gibt es in Deutschland nicht. Zur Pressefreiheit gehört aber nicht nur, dass der Staat die Medien nicht zensiert, vielmehr muss er sie bei ihrer Arbeit sogar unterstützen. Zum Beispiel, indem die Ministerien Informationen und interne Dokumente an MedienvertreterInnen weitergeben müssen. Dieses Recht auf Auskünfte, das darf man übrigens nicht mit dem Informationsfreiheitsgesetz verwechseln. Das nämlich gilt für alle BürgerInnen. Wohingegen dieses Recht auf Auskünfte nur der Presse zusteht und die sollen es für die restliche Bevölkerung durchsetzen. Allerdings hat das seine Grenzen, erklärt mein Gesprächspartner Patrick Donges. Man muss, glaube ich, schon akzeptieren, dass es bestimmte Informationen gibt, wo wir sagen, das ist sinnvoll, die zu schützen. Also beispielsweise im Fall von Strafverfolgungsbehörden. Die können natürlich nicht immer offenlegen, wie sie an einzelne Informationen gekommen sind. Wir haben das ja auch erlebt bei den Leaks, die es in letzter Zeit gegeben hat, auf internationaler Ebene, wo dann gesagt worden ist, ja, Transparenz herstellen, schön und gut. Aber ihr habt einfach auch Informantinnen, Informanten vor Ort gefährdet dadurch, dass sie jetzt identifizierbar sind. Also es gibt so einen Bereich, wo man sagen muss, ja, das ist in Ordnung, dass Staat, Regierung, Verwaltung da bestimmte Informationen zurückhalten. Patrick Donges ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig. Diese Einschränkungen, die er hier nennt, die kann man auch dem Grundgesetz entnehmen. Artikel 5 Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Wenn also Berichterstattung tatsächlich und nicht nur vorgeschoben die Staatssicherheit gefährdet, andere verleumdet oder andere sonst in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt, dann findet sie ihre Grenzen. Aber es ist natürlich in anderen Dingen dann immer ein bisschen lächerlich, wenn man geschwärzte Protokolle bekommt, wenn es um die Aufarbeitung von Corona geht, beispielsweise. Da muss man dann schon sagen, ist das sehr gerechtfertigt, dass die Öffentlichkeit wissen will, wie sind da bestimmte Entscheidungen getroffen worden, warum sind die getroffen worden und dass da auch entsprechend Informationen bereitgestellt werden müssen. Ich glaube, das ist immer wieder ein Ringen um den richtigen Weg, ohne dass man sagen kann, genau so sollte es sein. Diese Situation, dass JournalistInnen zum einen die politischen Institutionen eines demokratischen Rechtsstaats überwachen sollen und andererseits auf deren Zuarbeit angewiesen sind, ist schwierig. 2014 erfragt das Recherchekollektiv Korrektiv beim Bundesrechnungshof eine einfache, vollständige Liste, aus der hervorgeht, was und wer genau wann in den genannten Behörden geprüft wurde. Der Bundesrechnungshof aber lehnt ab. Die Begründung der BeamtInnen: dass um das Wissen um abgeschlossene Prüfungen die Arbeit der Behörde gefährdet werden könnte. Außerdem war dem Bundesrechnungshof zuvor durch eine Gesetzesänderung ein größerer Spielraum eingeräumt worden, BürgerInnen-Anfragen abzuweisen. Die JournalistInnen klagen sich durch alle Instanzen. 2021 bekommen sie vom Bundesverwaltungsgericht schließlich Recht. Der Bundesrechnungshof muss Transparenz schaffen. Das Gericht stellt fest, dass der Ermessensspielraum des Bundesrechnungshofs zur Auskunftserteilung gegenüber Pressevertretern bei null liege. Zitat. Im Einzelfall müsse ein Gericht entscheiden.
Bei einem anderen Gerichtsprozess hingegen steht der klagende Journalist am Ende ohne Auskunft da. Ein Journalist will Einblicke in die Akten des Bundesverfassungsschutzes zum Oktoberfestattentat aus dem Jahr 1980. Das Verwaltungsgericht entscheidet gegen den Journalisten. Der Auskunftsanspruch gelte lediglich für die Beantwortung gestellter Fragen, nicht aber zwangsläufig für die Akteneinsicht. Neben den privaten Medien gibt es auch noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der durch Beiträge aller Haushalte in Deutschland finanziert wird und eine besondere Rolle für die politische Meinungsbildung spielt. Führen wir uns noch einmal kurz vor Augen, warum es mit ARD, ZDF und Deutschlandfunk einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Der erste öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde im Vereinigten Königreich gegründet. 1922 geht die BBC, das steht heute für British Broadcasting Corporation, auf Sendung. Die Idee damals war, einen Rundfunk zu schaffen, dessen Aufgabe es ist, Bildung, Information und Unterhaltung anzubieten und dabei frei von Werbe- und Staatsinteressen zu sein. Und während immer mehr BritInnen die BBC einschalten, um sich über das Weltgeschehen zu informieren, wird die freie Presse unter den Nationalsozialisten immer mehr eingeschränkt. 1934 tritt das sogenannte Schriftleitergesetz in Kraft. Journalist werden durfte nur noch, wer deutscher Staatsbürger oder Bürgerin war und einen Arierausweis hatte. Das Gesetz legte außerdem fest, dass Journalisten alles aus der Berichterstattung fernhalten müssen, was, ich zitiere, die Kraft des deutschen Volkes oder den Gemeinschaftswillen schwächte. Außerdem sollen sie Inhalte vermeiden, die aus anderen Gründen sittenwidrig sind. Und damit konnte im Grunde alles gemeint sein, was den Nationalsozialisten nicht passte. Einzelne Zeitungen wurden verboten, Chefredakteure hafteten außerdem persönlich für die Inhalte der Zeitung. Wurde also ein regimekritischer Artikel gedruckt, konnte das schwerwiegende Folgen für den Chefredakteur haben. Damit wurde das Ende der Pressefreiheit besiegelt. Als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in 4 Besatzungszonen eingeteilt wird, soll die Pressefreiheit wieder sichergestellt werden. Unter der Leitung des britischen Journalisten Hugh Green wird in den westdeutschen Zonen deswegen ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Vorbild der BBC eingerichtet. Im Dezember 1952 sendet zum ersten Mal die ARD, 11 Jahre später flimmern die Nachrichten auch über das ZDF. Schon damals sind die Sender gebührenfinanziert, ganz zu Beginn kostet die Empfangsgenehmigung 2 D-Mark im Monat. Heute liegt der monatliche Beitrag, den wir alle für den Rundfunk zahlen müssen, bei 18,36 Euro. Die Höhe der Summe wird regelmäßig angepasst, in der Regel steigt sie aber. Eine Erklärung dafür. Und das Bundesverfassungsgericht hat beispielsweise mehrere sogenannte Fernsehurteile gefällt, wo sie sich immer auf Artikel 5 bezogen haben und gesagt haben, aus dieser Meinungsfreiheit erfolgt auch eine Verpflichtung des Staates, Infrastrukturen dafür zu schaffen. Und das ist ja beispielsweise der Grund, warum es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, mit einem speziellen Funktionsauftrag, mit einer entsprechenden Finanzierung. Und ich finde das ganz interessant, schon Anfang der 90er Jahre, 1991, hat das Bundesverfassungsgericht eine sogenannte Bestands- und Entwicklungsgarantie gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen. Also gesagt, aus Artikel 5 erwächst die Notwendigkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zu betreiben, ungeachtet der technischen Entwicklung. Das ist nochmal wiederholt worden vor 2 Jahren, dass sie gesagt haben, aus Artikel 5 erfolgt die Verpflichtung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk entsprechend zu finanzieren. Man darf ihn also nicht verhungern lassen durch die Gebührenabsenkung. Also das ist eine ganz wichtige Interpretation des Verfassungsgerichtes, die aus Artikel 5 folgt. Die Gebührenfinanzierung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist deswegen so wichtig, weil die Sendeanstalten so weniger auf hohe Einschaltquoten angewiesen sind, um Werbeeinnahmen zu generieren. Das soll sicherstellen, dass nicht nur das gesendet wird, was auch Geld einbringt. Vielmehr ist die Aufgabe der Rundfunkanstalten der sogenannte Grundversorgungsauftrag. Den Begriff haben die RichterInnen am Bundesverfassungsgericht geprägt, als sie 1986 das 4. Rundfunkurteil gesprochen haben. In dem Urteil ist davon die Rede, dass die unerlässliche Grundversorgung Sache der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, deren terrestrischen Programme nahezu die gesamte Bevölkerung erreichen und die zu einem inhaltlich umfassenden Programmangebot in der Lage sind. So schreibt man damals. Dazu gehöre auch die essentiellen Funktionen des Rundfunks für die demokratische Ordnung ebenso wie für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik. Zitat Ende.
Im Medienstaatsvertrag, der den Rundfunk regelt, steht unter Paragraph 26 Absatz 1 folgendes. Das ist jetzt ein bisschen länger, aber wichtig. Ich lese das deswegen einmal komplett vor. Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs in Bund und Ländern fördern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu unterbreiten. Bei der Angebotsgestaltung sollen sie dabei die Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus der Beitragsfinanzierung erwachsen und durch eigene Impulse und Perspektiven zur medialen Angebotsvielfalt beitragen. Allen Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht werden. Dabei erfolgt eine angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, der Belange von Menschen mit Behinderungen und der Anliegen von Familien. Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. Wie diese Grundversorgung aber konkret auszulegen ist, darüber wird immer wieder diskutiert. Warum wird Fußball übertragen, aber nicht Tennis? Warum gibt es mehrere Sendungen für Schlagermusik, aber nicht für Trance-Liebhaber? Es ist eine endlose Diskussion. Für den Staat aber ist die Richtung klar. Er darf sich nicht einmischen, worüber berichtet wird. Er muss gegebenenfalls Auskunft geben und muss gewisse Rahmenbedingungen für eine freie Presse schaffen. Wie wichtig diese Rolle der Medien ist, das haben wir gerade erst in den Jahren der Corona-Pandemie gesehen. Grundrechtseinschränkungen, wie sie damals durchgesetzt wurden, kannten viele von uns so noch gar nicht. Die Religionsfreiheit wurde massiv eingeschränkt, Gottesdienste jedweder Art durften nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr stattfinden. Es wurden Versammlungsverbote erlassen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit war beeinträchtigt, zum Beispiel durch Quarantänevorschriften oder Regelungen, die besagten, dass man nur zu zweit draußen spazieren gehen darf. Geschäfte wurden geschlossen, damit wurde stark in die Berufsfreiheit eingegriffen. Ebenso wurde die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt. Die Pandemie war ein Stresstest für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft, hat aber auch deutlich gemacht, wie ein demokratischer Rechtsstaat funktioniert. Nämlich, dass Grundrechte zur Gefahrenabwehr abgewogen werden dürfen, ja sogar müssen. Wir haben plötzlich noch viel mehr gemerkt, dass Recht unseren Alltag durchdringt und tatsächlich spürbare Konsequenzen für unseren Alltag hat. Und gerade weil wir solche Grundrechtseinschränkungen so noch nicht kannten, war das Unverständnis teilweise groß. Zum einen, weil oft gar nicht klar war, was die jeweiligen Grundrechte eigentlich bedeuten. Und zum anderen, weil nicht immer ersichtlich war, warum nun bestimmte Rechte eingeschränkt werden. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass es in einigen Bundesländern untersagt war, draußen allein auf einer Parkbank zu sitzen und ein Buch zu lesen. Kein Wunder, dass das für Kopfschütteln sorgt. Nochmal Jutta Almendinger. Nun, wir haben während Corona drastische Maßnahmen erwogen und auch vollzogen. Wir haben diese Drastik nicht richtig kommuniziert. Es ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben auch Maßnahmen getroffen, die jetzt beispielsweise für Schülerinnen und Schüler galten, aber nicht für Arbeitnehmende, die genauso Kontakt mit ihrer Umwelt hatten. Das hat niemandem eingeleuchtet. Die Bürgerinnen und Bürger da draußen sind alles andere als dumm. Und weil sich die Ereignisse damals überschlagen und gleichzeitig so wenig über das Coronavirus bekannt ist, leidet die Kommunikation darunter. Sowohl von Seiten der Politik selbst, als auch von Seiten der Presse. Ständig müssen vermeintlich sichere Erkenntnisse zurückgenommen oder aktualisiert werden. Dadurch entsteht ein Raum, in dem Verschwörungsideen und Fake News gedeihen können. Solche Desinformationen verbreiten sich, nicht zuletzt über die sozialen Medien, wie ein Lauffeuer. Man denke nur mal an die selbsternannte Querdenker-Szene. Die Szene geht in vielen deutschen Städten auf die Straße, vermeintlich, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie organisieren sich vor allem online und sie berufen sich bei ihren Protesten und in ihren Chats immer wieder auf das Grundgesetz, das sie angeblich schützen wollen. Michael Ballweg, der Gründer der Bewegung, hält sogenannte Mahnwachen für das Grundgesetz ab. Vielerorts aber zeigen die Proteste, dass die Grundrechte und das Grundgesetz entweder gar nicht wirklich bekannt oder zumindest falsch interpretiert werden.
Eines der bekanntesten Beispiele der Szene ist sicherlich Michael Wendler, der Sänger. Auf seinem Telegram-Kanal postet er fast täglich zahlreiche Links mit vermeintlichen Informationen zum Coronavirus. Seine Begründung für dieses Engagement: die Bundesregierung verstoße gegen das Grundgesetz und die Verfassung. Was auch immer für ihn der Unterschied sein soll, immerhin ist das Grundgesetz unsere Verfassung und die Medien seien gleichgeschaltet und politisch gesteuert. Viele JournalistInnen geben sich Mühe, mit Fakten dagegen zu halten, einzuordnen. WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen werden zu den ExpertInnen der Stunde. In vielen Fällen bringt es aber nichts. Da hat man es unterlassen, einfach gut zu erklären. Und jetzt unterlässt man es, zu sagen, gut, die Corona-Zeiten liegen zurück. Wir sind da einigermaßen durchgekommen. Das kann man auch international belegen. Aber was bestimmte Bevölkerungsgruppen betrifft, sind wir überhaupt nicht gut durchgekommen. Wenn wir beispielsweise an Long-Covid denken, wenn wir beispielsweise an unsere jüngeren Menschen denken, die ganz bestimmte sensible Phasen ihres Lebens eben nicht so haben erleben können, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre, um langfristig Interaktionen aufrechtzuerhalten. Oder die psychischen Beeinträchtigungen vieler Menschen, die sich von ihren Eltern, die gestorben sind, in den Heimen, ohne dass man ein Besucherrecht hatte, verstorben sind. Das ist alles ein riesiges Problem und da muss man das Rückgrat haben, das aufzuarbeiten und zu diesen Fehlern zu stehen. Ein Grund, warum sich während der Corona-Pandemie, aber auch schon früher während der sogenannten Flüchtlingskrise, Informationen als auch Fehlinformationen so schnell verbreitet haben, liegt vor allem an den sozialen Medien. Artikel, Bilder, Grafiken, alles ist binnen Sekunden geteilt. Wer heute ein Smartphone hat, kann eigentlich schon loslegen. Informationen für eine breite Öffentlichkeit aufzubereiten, das ist nicht mehr nur JournalistInnen vorbehalten. Laut Untersuchungen des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation waren 2022 87% der Menschen in Deutschland auf Social Media aktiv. Instagram, TikTok, Twitter, also heute X, Facebook, WhatsApp oder Telegram. Irgendwas davon hat fast jeder auf seinem Smartphone, oft sogar gleich mehrere Apps. Social Media erleichtern es enorm, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Egal ob über Ernährung, Nähen, K-Pop oder das Grundgesetz. Der öffentliche Diskurs über das Grundgesetz findet selten in der Fußgängerzone statt, sondern viel öfter im Chatroom. Viele sind nicht nur selbst aktiv, sie folgen vor allem auch anderen Accounts. In Deutschland gibt es knapp 600.000 InfluencerInnen, die rund 61 Millionen Menschen erreichen. Das ist ein enormes Potenzial. Viele der InfluencerInnen fokussieren sich zwar auf Themen wie Haushalt, Finanzen, Beauty oder Sport, aber auf TikTok und Instagram tummeln sich auch jene Digital Natives, die über Themen wie Politik, Gesellschaft und Recht berichten. Zwei davon sind die Juristen. Bock, jemanden zu verklagen? Nach meinem letzten Prozess habt ihr gefragt, wie man sowas eigentlich macht. Und ich dachte, ich zeig das einfach mal. Klagen ist leichter, als man vielleicht denkt. Bei Fällen bis 5.000 Euro kann man das komplett ohne Anwalt machen. Denn theoretisch reicht es aus, wenn man aufschreibt, was konkret man verlangt. Zum Beispiel Zahlung von 200 Euro. Und warum? Zum Beispiel als Schmerzensgeld, weil man verletzt wurde. Den ganzen Jurakram kann man eigentlich komplett dem Gericht überlassen. Und die Richterin ist auch verpflichtet, Laien so ein bisschen zu supporten mit den richtigen Fragen und so. Aber Achtung, sie muss natürlich neutral bleiben, also ist kein Anwaltsersatz. Wichtig ist, dass man per Hand unterschreibt. Alles per Mail würde einfach ignoriert werden. Man kann die Klage aber auch persönlich beim Gericht diktieren. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das Ganze dann einfach ans zuständige Gericht schicken, meistens das Amtsgericht des Beklagten. Danach muss man als Kläger die kompletten Gerichtskosten vorstrecken, sonst passiert gar nichts. Das sind mindestens 114 Euro. Gewinnst du den Fall, kannst du das Geld dann später vom Verlierer zurückholen, der ist ja verpflichtet, alle Prozesskosten zu tragen, also auch eventuell eine Anwaltskost. So ein Prozess dauert normalerweise 6 Monate. Mindestens genauso effektiv, aber viel schneller ist, wenn du dem Gegner statt einer Klage einfach ein passendes Video von uns zeigst. Felix Fleig und Clemens Pfeiffer haben beide Rechtswissenschaften studiert. Jetzt machen sie unter anderem TikTok-Videos für das junge Angebot von ARD und ZDF, Funk. Und zwar zu allem, was mit Recht zu tun hat. Also ich würde sagen, das kann man so aufteilen in so Alltagsrechte, wie zum Beispiel, was passiert, wenn ich im Club meine Jacke abgegeben habe und die ist verloren gegangen. Da merken wir sehr großes Interesse an so Alltagsfragen, wie ich mich dann rechtlich verhalte oder was ich darf, was ich nicht darf, was mir zusteht oder was nicht. Das ist Felix Fleig, einer der Juristen. Aber auch, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich, politisch gesehen, was Grundrechte und Verfassungsrechte angeht, ist da ja auch ein großes Interesse da. Felix Fleig ist Dozent für Strafrecht an der Universität Leipzig. Sein Schwerpunkt liegt auf Kriminalwissenschaften.
Mit dem Funkkanal erreicht er zusammen mit Clemens Pfeiffer fast 15.000 Menschen. Das Interesse an Rechtsthemen ist also durchaus vorhanden. Durch die neuen Medien gibt es einen Weg, dieses Interesse gerade bei jungen Leuten noch weiter zu wecken und zu stillen. Aber dadurch, dass es eben komplex ist und durch quasi hohe Hürden vom Otto-Normalbürger abgeschirmt, weil man ja eben das studieren muss erst und viele Sachen nicht versteht, Gesetze extrem kompliziert geschrieben sind, denke ich, dass dieser Bedarf jetzt zum ersten Mal angegangen werden kann, weil wir jetzt die Möglichkeiten haben, so niedrigschwellig Leute zu erreichen und denen zu erklären. TikTok ist dafür relativ gut geeignet. Da lassen sich nämlich Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung verbinden. Gleichzeitig muss man aufpassen, dass man seine Glaubwürdigkeit nicht verspielt. Um wirklich nachhaltig eine Vertrauensbasis aufzubauen, eine langfristige Beziehung zu den NutzerInnen, die sich dann auch wirklich auf dem Kanal informieren, das funktioniert nur, wenn auch, ihr ahnt es schon, Vertrauen da ist, dass das auch stimmt, was Felix und Clemens sagen. Also das ist eine sehr große Herausforderung, vor der wir da stehen. Zum einen die Sachen wirklich einfach zu erklären, weil wenn man das selber studiert hat, ja selber Sachen einem oft offensichtlich erscheinen, die es aber gar nicht sind. Deswegen spreche ich oft zum Beispiel mit meinem Bruder, der kein Jura studiert hat, über die Themen, um nochmal Feedback zu holen. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch irgendwie schauen, dass wir zwar niedrigschwellig bleiben, aber gleichzeitig durchblicken lassen, dass wir über eine Fachkompetenz verfügen. Weil? Weil, wie du richtig sagst, es könnte theoretisch jeder einen TikTok-Kanal mit Jura aufmachen und darüber erzählen. Aber nicht jeder hat dann unbedingt auch Jura studiert oder weiß, wovon er da redet. Sogenannte LawfluencerInnen posten über ihr Studium, ihr Rechtsgebiet, aktuelle Gerichtsurteile oder Grundsatzdebatten im Recht. Da ist zum Beispiel Sue Reiter, die die Plattform Legal Nerd gegründet hat, um die Lust am Recht zu wecken und auch Laien für die Themen zu begeistern. Oder Tim Hendrik Walter, a.k.a. Herr Anwalt. Knapp 7 Millionen Menschen folgen ihm auf TikTok. Sein Buch 5 Minuten Jura, Recht einfach erklärt, schafft es auf die Spiegel-Bestsellerliste. Christian Solmecke ist einer der bekanntesten Medienrechtsanwälte in Deutschland. Auf Instagram und YouTube klärt er außerdem über alltägliche Rechtsfragen auf. Kann ich die Miete mindern, wenn es in der Wohnung zu warm ist? Und welche Rechte habe ich, wenn meine Pommes im Restaurant kalt serviert werden? Und nicht nur auf Social Media spielt das Thema Recht eine Rolle. Oliver Wurm hat 2018 das Grundgesetz als Magazin herausgebracht und immer wieder musste er neue Auflagen drucken. Die Nachfrage war überraschend groß. Mittlerweile sind zahlreiche Landesverfassungen noch dazu gekommen. Es gibt ein Grundrechtequartett von rechtunterhaltsam.de und nicht zu vergessen die zahlreichen True Crime Formate, die sich mal mehr, mal weniger intensiv auch mit Strafrecht beschäftigen. Das Gebiet ist riesig und die CreatorInnen decken jede noch so skurrile Rechtsfrage ab. Aber warum eigentlich? Weil viele Menschen oder gerade in Machtverhältnissen, zum Beispiel Vermieter, Mieter oder Großkonzern und Verbraucher, viele Menschen nicht wissen, welche Rechte sie eigentlich haben und nicht das Selbstbewusstsein haben, was sie sich eigentlich erlauben könnten, weil es doch durchaus starke Rechtspositionen gibt. Es geht Felix und Clemens auch darum, die BürgerInnen mündig zu machen. Nur wer seine Rechte kennt, kann auch für sie einstehen. Und das betrifft nicht nur den Alltag, das Mietrecht oder die geklaute Jacke im Club, sagt er. Auch unser Staatssystem und unsere Verfassung spielen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel haben sie schon Videos zur Meinungsfreiheit oder zum Thema Völkermord gedreht. Wer heute ein Smartphone hat, kann eigentlich also schon loslegen. Das führt gleichzeitig zu einem Wettbewerb. Wer hat die meisten FollowerInnen, die meisten Klicks? Wer wird besonders häufig geteilt? Das heißt, desto härter ich in meiner Meinung polarisiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand meinen Beitrag kommentiert, dass sich Leute damit beschäftigen oder eine Meinung dazu haben, desto weiter werde ich ausgespielt, desto mehr Leute sehen mich. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass viele eben polarisierende Meinungen auch an den Tag legen und wenig Raum dann bleibt für ein differenziertes Betrachten, also dass man beide Seiten zum Beispiel zeigt oder etwas einordnet. Auch die etablierten Medien sind darauf angewiesen, dass sie wirtschaftlich sind und ausreichend LeserInnen haben. Und trotzdem gibt es einen Unterschied zu den sozialen Medien, erklärt Patrick Dongers. Die Frankfurter Allgemeine ist eher konservativ und die Süddeutsche ein bisschen liberaler. Es gibt auch noch andere Zeitungen, die ich jetzt hier nicht nenne. Also wir wissen ganz viel über diese Medien und wir können das deswegen auch einsortieren. Bei InfluencerInnen fällt uns das viel schwerer. Außerdem gelten die hohen Standards, die für die Presse gelten, für die InfluencerInnen nicht. Felix Fleig sieht darin ein Problem. Und der zweite Punkt, der schon auch kritisch ist, ist, dass quasi innerhalb dieser starken Meinungen, oder das sehe ich als zweites kritisch, dass Menschen, die solche starken Meinungen haben, die aber nicht an journalistische Standards gebunden sind oder sich auch selbst nicht binden, dann oft auch Informationen raushauen können, ohne die zu überprüfen.
wenn dann jemandem auffällt, dass man was Falsches gesagt hat, können sich Influencerinnen und Influencer oft auch einfach darauf berufen, ja, wir sind ja keine Journalisten und Journalistinnen, wir machen das beim nächsten Mal besser. Oft werden die Fehler aber nicht richtig gestellt oder zumindest nicht im gleichen Video. Damit ist der Geist im Grunde schon aus der Flasche. Gefährdet Social Media also unsere Fähigkeit, Nachrichten einzuordnen und zu beurteilen? Wir haben politische Akteure, das sehen wir in anderen Ländern, die nach anderen Regeln spielen, nach neuen Regeln spielen, die nicht kompatibel sind zu dem, was wir bislang als eine liberale Demokratie verstanden haben. Da jetzt zu sagen, es ist Social Media oder sind irgendwelche Nutzungsgewohnheiten oder sind irgendwelche Nachrichten, das ist, glaube ich, das ist mir zu einfach, sondern es sind die Akteure, die das vorantreiben und die sich dann beispielsweise dieser Plattform bedienen. Zum Teil sind auch die Plattformen der Betreiber natürlich, also Elon Musk auf Twitter-X beispielsweise, das ist kein Demokrat, Herr Musk. Also muss man sich ganz klar sein, der hat nicht im Sinne, auch wenn er immer sagt Free Speech, hat er nicht im Sinn, sondern da geht es schon um eine ganz spezifische politische Richtung, die dort gefeatured werden soll. Das müssen wir uns anschauen und müssen auch Vorkehrungen dagegen treffen. Aber ja, zu sagen, das gefährdet die Demokratie, die Social Media Plattform, das wäre mir zu einfach. Elon Musk, den Patrick Donges hier anspricht, könnte im aktuellen US-Wahlkampf noch eine wichtige Rolle spielen. Am 5. November wählen die US-AmerikanerInnen ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin. Donald Trump tritt nochmal an und Joe Biden hat gerade an seine Vizepräsidentin Kamala Harris abgegeben. Und Elon Musk wirbt öffentlich auf seiner eigenen Plattform X, also ehemals Twitter, für Trump. Er führt Interviews mit ihm, die eher einer gegenseitigen Beweihräucherung gleichen und streamt diese gleich live auf X. Konservative und rechtsextreme Meinungen haben auf der Social-Media-Plattform seit der Übernahme durch Musk stark zugenommen. Auch Musk selbst mischt ordentlich mit. Laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Center for Countering Digital Hate hat der X-Eigner seit Januar 50 falsche oder irreführende Botschaften zur bevorstehenden Wahl auf seiner Plattform verbreitet. Mit insgesamt über 1 Milliarde Views. Um zu erfahren, welche Kraft solche Falschinformationen entfalten können, nicht nur auf Social Media, sondern auch in der etablierten Presse, müssen wir nicht auf die anstehende US-Wahl warten. Das zeigt nämlich auch ein Beispiel aus der Vergangenheit, nämlich aus Großbritannien. Und wenn ich sage ein Beispiel, dann meine ich eigentlich das Beispiel. Good morning, ladies and gentlemen. Local totals from all 382 voting areas have now been certified and announced. And I have therefore been able to certify the result of the referendum on the UK's membership of the European Union. As Chief Counting Officer for the referendum on the UK's membership of the European Union, held on the 23rd of June 2016, I hereby give notice that I have certified the following. The total number of ballot papers counted was 33,577,342. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742. Der Brexit. Und das Klatschen und Jubeln, das ihr hier im Hintergrund hört, das sind PressevertreterInnen. Bevor die BritInnen über Remain oder Leave abstimmten, titelte die Sun, also ein Boulevardblatt, das auch sonst nicht zurückhält, über die EU-Ratten. Die Vote-Leave-Kampagne schafft es tatsächlich, dass viele BritInnen glauben, Großbritannien würde wöchentlich 350 Millionen Pfund an die EU überweisen. Die Lüge wird zwar schnell entlarvt, trotzdem hält sich das Gerücht auch Jahre nach der Brexit-Abstimmung noch. 2 Jahre nach dem Referendum ist ein Parlamentsausschuss damit beauftragt, eine mögliche Einflussnahme durch Medien und Politik auf das Brexit-Referendum zu untersuchen. Die Abgeordneten befragen mehr als 60 ZeugInnen, sie stellen tausende Fragen.
Ein Ergebnis der Untersuchung ist, dass die Leave-Kampagnen sogenannte Dark Ads auf Social Media geschaltet haben. Das sind Anzeigen, die stark personalisiert sind und nur von einer bestimmten, ausgesuchten Zielgruppe gesehen werden. Die Ads sind voll mit Fake News über Migration, die EU, über UK. Und auch die Presse steht in der Kritik. Die britischen Medien haben eine lange Tradition der EU-kritischen Berichterstattung, sagt etwa Rasmus Kleis-Nielsen, der Direktor des Reuters Institutes for the Study of Journalism. Viele Zeitungen wären eher konservativ, viele Redaktionen waren für den Brexit und entsprechend sahen die Titelseiten aus. So sein Fazit in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Eine Analyse des Reuters-Instituts kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen, die für Leave gestimmt haben, ihre Informationen überwiegend aus Zeitungen wie der Sun, der Daily Mail oder Sky haben. Also vor allem aus der Klatschpresse. Die Titelseiten dort, Be Leave in Britain, also Leave, oder If You Believe in Britain, Vote Leave, oder Time to Put Your Country First. Diejenigen, die für Remain gestimmt haben, lesen hingegen überwiegend den Guardian, die Times, den Mirror oder die HuffPost. Die Überschriften da, Why Remain is the best for Britain oder Last Ditch Push to Stay in Europe. Die Presse hat also eine besondere Machtposition. Auf der einen Seite soll sie den Staat kontrollieren, indem sie über das Handeln von PolitikerInnen und Gerichten informiert. Auf der anderen Seite kann sie Kontrolle über BürgerInnen ausüben. Wenn Sie das Wort gefährdend unterstreichen, also Demokratie gefährdend, dann würde ich das tatsächlich unterstreichen wollen, weil wir können überhaupt nicht denken ohne die Medien. Ob das jetzt Printmedien sind, aber insbesondere natürlich soziale Medien. Es ist schlichtweg ein Fakt, dass sie unsere Ersteindrücke vorformulieren, zu unglaublichen Stereotypisierungen führen. Und trotzdem, unser Rechtsstaat kann ohne freie Medien nicht existieren. Die Washington Post ist eine der renommiertesten Zeitungen der Welt und für ihre Berichterstattung wurde sie bislang schon 70 Mal mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Wenn man auf die Website der Zeitung geht, steht ganz oben unter dem Zeitungstitel fast schon unscheinbar, klein und in kursiven Lettern, Democracy dies in darkness. Ich gebe zu, als ich den Slogan das erste Mal vor ein paar Jahren entdeckt habe, da bin ich ein bisschen darüber gestolpert. Der Spruch klingt so düster. Ich dachte damals, das wäre ein direktes Statement gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump, der keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber der freien Presse gemacht hat und auch heute nicht macht. Tatsächlich aber ist das Motto der Zeitung viel mehr als Statement für Pressefreiheit zu verstehen. Demokratische Rechtsstaaten, in denen JournalistInnen nicht frei berichten können, sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Wo JournalistInnen nicht genau hinschauen und Missstände ausleuchten können, ist es ziemlich schnell dunkel. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt dystopisch und vielleicht auch übertrieben. Aber vergleichen wir doch mal den Index für Pressefreiheit und den Rule of Law Index. Letzterer misst die Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Staaten. Venezuela, Afghanistan, Myanmar, Ägypten, Bangladesch, sie alle belegen auf beiden Listen die hinteren Plätze. Democracy dies in darkness. Oder, wie Jutta Almdinger es formuliert? Das heißt, sie können eigentlich sich gar nicht vorstellen, eine funktionierende Demokratie zu haben und überlebende Medien, die Fakten ganz anders darlegen, die sozusagen an der Realität des demokratischen Miteinanders vorbei Bericht erstatten. Das ist für mich etwas Undenkbares, ehrlicherweise. Und Pressefreiheit ist natürlich das A und O über das, was wir hier sprechen. Solange wir keine Pressefreiheit haben und den Eindruck haben, dass der Staat die Presse lenkt und keine freie Berichterstattung mehr zulässt, ist natürlich das Vertrauen in die Medien allemal hin. Insbesondere dann, wenn ich kein Vertrauen in den Staat mehr habe. Die Medien sind Vermittler zwischen Staat und BürgerInnen. Was die BürgerInnen schließlich mit dem Wissen anfangen, das sie durch die Medien erlangen, das entscheiden sie selbst. Vielleicht stimmen sie für Leave, vielleicht demonstrieren sie gegen die Lügenpresse oder vielleicht setzen sie sich etwas konstruktiver für die Gesellschaft ein. Als ChefInnen, als WahlhelferInnen, als InitiatorInnen von Petitionen, in Parteien, im Ehrenamt. Wie sich BürgerInnen selbst in der Gesellschaft einbringen und dazu beitragen können, die Demokratie, den Rechtsstaat und das Grundgesetz zu schützen, darum geht es in der nächsten Folge.
Vorher gehen wir aber noch mal live. Am 4. und 5. September findet ihr uns wieder in den Räumen der Stiftung Forum Recht. Mit dabei sind spannende GesprächspartnerInnen und sogar ein bekanntes Gesicht aus unserer ersten Staffel. Ich hoffe, wir sehen uns in Leipzig. Alle Informationen findet ihr unter stiftung-forum-recht.de. Redaktion für diese Folge waren Ina Lebetjew und ich. Redaktion für die Stiftung Forum Recht waren Marie-Elisabeth Mirsch und Katrin Schön. Produziert wurde das Audio von Noah Schulz und Benjamin Zerdani. Mein Name ist Rabea Schlotz. Danke fürs Zuhören. Ciao. Thank you.